Ja, und hier ist wieder Brock der Baumeister. Und jetzt kommt das versprochene zweite Video für dieses Wochenende. Und heute möchte ich euch ein bisschen was über Tomatenblüten erzählen. Das wird jetzt ein bisschen länger werden. Und aber so mal so wirklich kompletter Überblick über die Blüten, wie die am besten fruchten oder wie so manchmal nicht befruchtet werden, über Bunkerfrüchte. Ja, guckt es euch in Ruhe an. Da wird bestimmt was für euch dabei sein. So, wir fangen mal an. Hier kann man das ganz gut sehen. Hier haben wir erstmal ganz normale Tomatenblüten, wie sie eigentlich meist so zu sehen sind. Also so ein bisschen verästelt alles. Das ist so die eine Sorte, die man oft hat. Die zweite Sorte, die es ziemlich oft gibt, die habe ich hier weiter hinten. Da seht ihr, hier ist eine ganz gerade Rispe, immer eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Das sind die anderen, die man oft sieht. Und die dritten, die sieht man nicht ganz so oft, das sind sogenannte Multiflora-Sorten. Schaut mal hier, das ist ein Blütenarm, das ganze Ding hier. Ich mache mal ein bisschen mehr Weitwinkel rein, dann kann man es vielleicht noch ein bisschen besser sehen. Guckt mal hier, das sind absolute Massenträger, das ist alles ein Ding. Da wird natürlich nicht jede Blüte zur Tomate, aber man zieht da von so einer Pflanze problemlos 400, 500, 600 Kirschtomaten große runter. Und dann noch was zum Thema Bunkerfrüchte, hatte ich ja eben gesagt. Also man hat das immer wieder mal, dass man hier so, wo haben wir es? Moment, ein bisschen frei machen. Hier, da kann man es sehen. So Blüten dabei hat. Die sind einfach größer, die sind so ein bisschen verwachsener. Und das gibt tatsächlich dann auch Früchte, die, wie hier die zum Beispiel, da kann man es schon mal sehen, diese Früchte, die Früchte wäre normalerweise eher in so einer Form. Dieses etwas mehr längliche liegt daran, dass es halt eine Bunkerfrucht war. Das heißt eigentlich in dem Fall zwei oder drei zusammengewachsene Blüten. Wenn diese Bunkerfruchtblüten recht gleichmäßig sind, dann kann man die eigentlich auch gut dran lassen. Wie gesagt, dann gibt es auch schöne gleichmäßige Früchte. Aber wenn die zu verwachsen sind, wie hier in dem Fall, dass die wirklich auch ungleichmäßig blühen, dann gibt das meistens sehr verwachsene Früchte, die ganz ungleichmäßig abreifen, die zwar sehr groß werden, aber ja, wie gesagt, man schmeißt eigentlich ganz, ganz viel weg, weil, ja, wie gesagt, weil sie ganz ungleichmäßig abreifen. Ich selber knips die dann in der Regel einfach raus, dass ich die einfach wegmache. Muss man nicht. Es bringt auch nicht wirklich viel Vorteil nachher. Aber dann ärgere ich mich auch nicht über die Früchte, die ich nicht haben mag. So, und jetzt habe ich euch mal ins Gewächshaus nochmal mitgenommen. Und im Gewächshaus haben wir hier nochmal besondere Probleme eventuell. Und zwar das Thema Temperatur. So schön, wie es ist, dass im Gewächshaushalt im Frühjahr wärmer ist, so problematisch ist wirklich die Hitze, wenn es zu warm wird. Und zwar gibt es dann das Problem, wenn es im Gewächshaus, ja, ich sag mal so, ja, 40 Grad sind so echt der Grenzbereich, wenn es da wärmer wird, dann verklumpen die Pollen. Man kann das jetzt zwar sowas nicht sehen, aber dann hat man das Problem, dass dann nachher ja, irgendwann die Blüten einfach abfallen. Und ja, man hat nichts davon gehabt. Die werden braun, fallen ab, sind einfach nicht befruchtet worden. Also es gibt eigentlich zwei Gründe fürs Abfallen. Das eine ist die Temperatur und das andere ist halt einfach, dass keine Befruchtung da war. Das heißt, Tomaten sind zwar Selbstfruchten, die rieseln sehr viel, aber ich habe so die Angewohnheit, wenn ich durchs Gewächshaus durchgehe, dass ich kurz mal so an den Stangen so ein bisschen wackel. Ne? Einfach so ein bisschen, kurz mal ein bisschen wackel und dann haben wir schon eigentlich eine gute Rieselei, dass eine Befruchtung stattfindet. Ja, guckt mal hier, hier noch so ein paar Schönheiten wieder hier. Guckt mal hier, es geht schon wieder richtig los. Ja, und das ist so eigentlich das Hauptthema zum Thema Blüten erstmal. Also es gibt verschiedene Sorten. Es gibt die Bunkerfruchtblüten, die dann halt auch etwas verwachsene Früchte machen. Hier ist auch wieder so eine, die so ein bisschen schief gewachsen ist. Die geht aber auch wieder. Und wie gesagt, ihr müsst auf die Bestäubung achten. Guckt mal hier, was für schöne große Blüten. Große Blüten geben auch immer große Früchte.
Ah, hier hinten habe ich auch noch eine schöne verwachsene Male. Guckt mal hier, das war auch eine. Man sieht da schon, vielleicht kann man so ein bisschen sehen, dass sie so ein bisschen ja, ungleichmäßig aussieht. Die hier ist gleichmäßiger und die ist so ein bisschen so hart gerippt. Und normalerweise sollte die so ein bisschen länglich hier sein. Also auch wieder eine Bunkerfrucht, die sich dazwischen geschoben hat. Ach, guck mal hier, hier sind noch ein paar schöne birnenförmige. Na gut, das war's für heute. Viel Spaß damit. Wenn ihr Fragen habt, schreibt's gerade ins Video rein.